Es ist der 24. Mai 1992. Es sind die Hochzeiten der alten DTM. Damals wie heute sind es Audi, BMW und Mercedes-Benz, die gegeneinander kämpfen und den deutschen Tourenwagensport prägen. Das fünfte Rennwochenende, traditionell das Rennsportfestival auf dem Kleinkurs in Hockenheim, schreibt DTM-Geschichte. Mercedes-Benz dominiert das Qualifying und belegt die Startplätze 1 bis 7. Auf Pol Klaus Ludwig, dahinter Keke Rosberg und auf Position 5 Alan Lohr im silbernen Mercedes-Benz 190e Evo 2. Nach dem fliegenden Start scheidet der spätere Meister Klaus Ludwig frühzeitig aus und es entwickelt sich ein Kampf um den Sieg zwischen den Teamkollegen Rosberg und Lohr. Die damals 27-Jährige hatte bereits mit einem zweiten Platz am Nürburgring ein Rennen zuvor auf sich aufmerksam gemacht. Doch nun sollte ihre große Stunde schlagen. Zwei Runden vor Schluss überholt die Mönchengladbacherin, wenn auch nicht ganz ladylike, den ehemaligen Formel-1-Piloten und macht sich damit unsterblich. Als erste und bisher einzige Frau gelingt ihr ein DTM-Sieg. Stehende Ovation von den Rängen und eine sachliche Analyse der Gewinnerin. Ich wusste ja, dass er weichere Reifen fuhr. Und seine Rechnung ist halt nicht ganz aufgegangen. Er wollte vorn wegblasen und dann schauen, dass ihn keiner mehr anholen kann. Aber ich wusste, dass seine Reifen sicher gegen Ende des Rennens gegen meine schlecht aussehen würden. Und deswegen habe ich nur auf meine Chance warten können. Alan Lohr und ihr DTM-Triumph. Ein unvergessener Moment in der 30-jährigen DTM-Geschichte.